Hola, herzlich willkommen zurück. Das hier ist Human Resource Machine. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Jetzt im letzten Level und dann gibt's noch Programmende. Glückwunsch. Geilo. Sabotier. Sortieretage. Hey, schauen Sie sich dieses neue Büro an. Zusammen haben wir es auf der Karriereleiter weit gebracht. Vielen Dank. Ich bin wirklich zur Beaufsichtigung geeignet. Sie sind in dem, was Sie tun, auch nicht schlecht. Aber was auch immer das ist. Also sind Sie bereit? Sortieren Sie die Inhalte jeder null terminierten Kette in der Inbox von klein nach groß und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Für jede Kette wiederholen. Das ist heftig. Machen wir einen Bubble Sort? Wir machen einen Bubble Sort, oder? Der macht jetzt eine Copy from und kopiert das zu 20. Warum? Hab ich das jemals geschrieben? Na, oder? So. Also, der macht es. Okay, der legt jetzt alles Mögliche rein, bis er am Ende einer Zeichenfolge ist. Das haben sie uns schon gegeben. Das ist ganz nett. Das passt. Dann haben wir eine Zeichenfolge. Das ist cool. Das heißt, wir haben hier einen Count, ne? Für das Reinlegen. Das passt schon. So. Aber legen wir auch das Klump hinein? Also legen wir 0 auch hinein? Schon, oder? Ja, perfekt. Gut, wir legen 0 auch hinein. Sortieren Sie die Inhalte jeder 0 terminierten Kette in der Inbox von klein nach groß. Legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Das heißt, wir haben dann eine Kette hier. Wir bräuchten aber dann auch einen Temp-Ding, wo wir dann was hinauflegen und dann was hinunterlegen. Das heißt, wir müssen dann jetzt mit einem Bubble Sort, würden wir dann von 0 bis Ding irgendwie anfangen. Das heißt, wir würden Copy from... Wir würden an dieser Stelle Copy from 0 machen, das in den Count wieder reingeben. Copy to Count an dieser Stelle. Boah, ich habe einen trockenen Mund. So, ich würde jetzt mal sagen, wir machen da Sort. Ja, perfekt. Sort. Dann haben wir ein Read. Dass wir mal das Wort einlesen, das ist hier passiert, das hat man uns schon gegeben. Das Read, so. Wow, ist das schlecht. Wurscht. Read, Sort. Passt. Was wir da jetzt machen, ist, wir fangen wieder bei 0 an, vergleichen es mit 1 in dem Fall. Überleg gerade. Wenn wir 0 minus 1 rechnen, heißt das, wir bräuchten eigentlich auch noch einen. Moment. Hab J. I und J, genau. Oder? Bin mir nicht sicher, Moment. Und dann brauchen wir natürlich ein Temp auch noch. Schauen wir mal, ob das so hinhaut. So. Wir haben die alle da liegen. Wir haben zum Beispiel 90, 31, 51. Es würde einfach links mit rechts verglichen werden. Sorted. Irgendwie so einen Counter oder eine... Sorted. Wurde im letzten Durchlauf noch was sortiert? Wenn ja, geh nochmal durch. Das heißt, wir machen Copy from 24. Copy to I. Copy to J. Copy to... Sorted. Damit die alle auf 0 sind. 0 ist in dem Fall false. Hier an der Stelle, weil wir das als Boolean quasi ansehen. Und hier sind das tatsächlich Counter. Passt. Wir gehen her und sagen Bump plus J. Genau. Dann haben wir jetzt einmal quasi Sort Initialisierung. An dieser Stelle. Jetzt fangen wir an. Copy from Adresse von I und subtrahier mir die Adresse von J. Nicht 1.
von Nakam. J, genau. Subtrahiere mir die Adresse von J. Wenn das natürlich ein negatives Ergebnis ist, ist das zweite größer, dann passt das. If negative, jump. Oder mir wird es auf die andere Art besser gefallen. Wir machen Copy from J. Copy from J. Subtract I. Und wenn es jetzt negativ ist, dann heißt das, das erste ist größer. Ich würde dann Bump plus I machen hier. Einen Jump. Hier rein. Bump J, Copy to Sorted. Moment mal. So. Copy from J, Sub I. Genau. Das vergleicht er. Wenn es einmal negativ ist, dann würde er herspringen und sagen, oh, wir müssen tauschen. Das heißt, er würde dann Copy from sie nimmt halt die Adresse von I nehmen und das in Sort, nein, nicht Sort, Entschuldigung, in Temp reinkopieren, macht er Copy from Address of J, Copy to Address of I und dann würde er, genau, Copy from Temp direkt und Copy to Address of J. So. Ich muss es sowieso bumpen dann. Ja, mach halt nochmal. Bump I plus. Und dann Jump. So, und was wir auch noch machen ist Bump Sorted. Dann wissen wir, das ist 1. Das ist nicht 0. Und ganz am Anfang, hier, an dieser Stelle, würden wir jetzt fragen, Copy from Sorted, Jump if 0, und dann liest er das nächste Wort ein. Das müsste, das kann gehen, aber ich bin mir nicht sicher. 1. Wow, 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 wow. Du bist ein bisschen übervoreilig, hä? So. Moment, wo bist du? F-Zero. Ah, Shiat. Ich mach das auf is negative. So. If is negative. So. Dann können wir das Zero wegnehmen und da müssen wir das dann bumpen, aber minus bumpen. So. Machen wir halt auf minus draus, ist ja wurscht. So, jetzt. Hoppla. So. Was macht er da? Copy from J. Oh. Okay. Ich hab's. Wir müssen dabei Copy from Address of J machen. Und Sub Address of E.
So, jetzt haben wir es. So. Nimm's. Boom, negativ. Passt, du kommst zu Temp. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Yes. Bump. Aber da fehlt was. Okay, wir machen das anders. Wir müssen tatsächlich Jump if Zero machen. Ach, es hilft nichts. Es hilft leider nichts. Und wir sagen da Bump plus Sorted. So, jetzt muss passen. Und wir haben auch vergessen, egal was da ist, Bump J, Bump bla 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 bla. Bump J plus. Moment. Das könnte jetzt gehen. Ne? Gut, nur, bla, eins. Da gibt es Minus, du musst es sortieren. Perfekt, er sortiert's. Jawohl, jetzt musst du bitte beide Counter hochzählen, den. Der wird auf 0. Der wird skippen. What the fuck? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wo habe ich denn da jetzt schon wieder in die Scheiße gegriffen? Das gibt's ja nicht. Jump if zero. Ah, wurdest du nicht sortiert? Wurdest du sortiert? Oh Gott, okay. Er jumped if zero. Das bedeutet, wir haben. Ah, oh, das ist dieser. Diesen Sprung habe ich fucking falsch drinnen. Okay, nochmal. Oh, nachdenken. Der ist am Anfang 0, dann wird er auf 1 gesetzt hier an der Stelle. Wenn du auf 1 bist, super. Auf 0 wirst sortiert. Okay, Band minus sorted. Warte mal. Ich glaube hier. Bin nicht sicher. Wenn es negativ ist, muss ich es tauschen. Passt. Und wird getauscht. Ansonsten, ne, jumpen wir hierher. Erhöhen die ganze Scheiße. Sub J. Na, das passt nicht! Fuck! Oh, ich bin echt schon fertig mit der. Das Ding an einem Tag durchspielen ist echt Horror, hey. Ah, es ist so. Weil das absolut so unübersichtlich ist, die Scheiße. Ah, Gott. Copy, bla 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 bla. Wenn du was sortiert hast. Schön, mach nix. Hast du hingegen nichts sortiert? Ich bin nicht sicher. Copy from sorted. Das passt nicht. Das passt einfach nicht. Ich komme nicht dahinter. Ich hasse es. Warum könntest du nicht ein bisschen, nur ein Eitel highly sophisticated sein? Dass ich ein paar Befehle habe, die. Ach du, na.
ist so schlimm, echt. Wurde ich sortiert? Ja, super, ne? Das wissen wir ja nicht. Ich gehe weiter. Du machst es so lange, bis du am Nuller bist, ne? Wenn du jetzt der Nuller selbst bist. Gott. Okay, copy to sorted. Sorted ist 0. Wenn sortiert wird, kriegt er ein 1er. Passt. Super. So. Bump minus. Wieso minus? Bump plus. Na, Scheißdreck. Gar nichts da. Oder? Sorted. Okay, perfekt. So, if something is zero. Passt, wir gehen jetzt mal da rein. Bump J++, copy from J, sub I. Okay, aber... Genau. Bump J+, das passt. Und da müssen wir jetzt überprüfen. Das heißt, copy from Adresse von J. Super, perfekt. Wenn das Zero ist. Cool, oder? Wenn das Zero ist. Oh Gott. Wenn der Inhalt Zero ist, dann spring mir doch bitte... Ich geh mal da komplett runter. Dann spring mir bitte hierher und machen wir copy from sorted if zero geht zum nächsten Wort. Wo springst du hin? I'm sorted. Jetzt ist nur die Frage, wo erhöhe ich sorted? Hier. Bevor wir das machen. Das heißt, wir machen bump plus sorted. Das muss jetzt sein. So. Komm. Gut, Vergleich. Boom, Minus. Passt. Gehst rein. Wechselst den Blödsinn. Sorted wird auf 1 gesetzt, hoffe ich mal. Bump I. Super. Sorted. Cool. Bump J. Vergleichen. Nice. Ist halt die Scheiße am Dampfen. Weil da fehlt jetzt noch was. Denn wenn du fertig sortiert bist, in der Runde fertig sortiert bist, dann musst du aber nicht, naja genau, jump if zero. Und wenn du nicht zero bist, musst du auch jumpen, aber an die Stelle, wo alles wieder auf null gesetzt wird. Das heißt beim Sorten. Hier. Dann müsste es passen. Dann haben wir nämlich die äußere Schleife wieder. Weil er geht dann quasi einmal leer durch, um zu sehen, ob noch was zu sortieren ist. Passt ihm. Passt ihm. Sorted ist minus 2. Warum ist sorted? Wie gibt es das? Ah, da. So. Schauen wir uns das an. Warte, ich hab noch was vergessen. Das Rauslegen, das heißt, sobald wir hier durch sind, müssen wir das Ergebnis, das Jump if Zero, so, müssen wir hier hinlegen. Jetzt haben wir es. Und dann muss copy from 24
copy to E und dann geht er her. Copy from address of E outbox. Außer wenn das 0 ist, dann darfst du, dann hast du meine Erlaubnis zu sterben. So. Dann brauchst du es nicht rauslegen und ansonsten machst du das und du machst den Jump. Hierher und wir machen einen Bump von I. So, jetzt aber. Das könnte gehen. Force. Oh Gott, es geht ziemlich lange dahin noch. Wer Bubble Swords halt. Das schaut gut aus. Schaut zurzeit gut aus. Jetzt ist eine. Gut, dass die Zeichenketten länger werden. Wenn, oh nein, eine ist kürzer. Fuck, dann funktioniert das. Doch, es funktioniert trotzdem. Weil er bei 0 aufhört. Der Speicher bleibt beschrieben. Wir lernen da komplett gerade was, wie man mit RAM umgehen muss. Ja, Bubble Sword ist wahrscheinlich nicht das effizienteste. Also die letzte Kette, die dauert ewig gefühlt. Passieren noch einige Wechsel. Oh Gott, das ist ewig. Bubble Sword ist echt nicht cool. Ah, das ist jetzt das letzte schon. Das ist das letzte Level. Oder gehen noch ein paar Runden. Oh, da gehen noch ein paar Runden. Wir könnten uns die Errungenschaft nehmen, dass wir mindestens die vierfache Anzahl an Lösungs-, also an Ding brauchen, dass das hinhaut. So, die 12 ist bald unten. Bald haben wir sie. Hey, ist das... war's das? Ja, Mann. Ja! Ja! 37 statt 400, das ist gar nicht so schlecht, aber... Wurscht, komplett wurscht. Es gibt sicher bessere Sortiermethoden. Wir haben das mal gelernt, aber keine Ahnung. Ist schon eine Zeit her. Excellent Instruction Follower. Oh, was ist denn das? All levels complete, congratulations. Naja, super, danke schön. Congratulations. You've really become an invaluable instruction follower. Yes, don't worry, your job is safe. We've replaced you with this electronic box. It's called a computer. It iterates through a list of simple instructions called a program. It has a small amount of memory to store data while processing, like tiles on the floor. It has inputs and outputs. Its simple instructions can be used together in infinite combinations to compute just about anything you can imagine. A truly efficient worker that never sleeps. It's going to change everything. Please take your things and enjoy whatever it is you people do out there. Congratulations.
Human Resource Machine, ein Spiel von Alan Blomqvist, Kyle Gabler und Kyle Gray. Mit Alice, Betty und Carol. Ah ja, die Carol ist ja runtergefallen. Dem Chef, der Chefin. Und ein Haufen Übersetzer. Da, 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 da. Ruckelt das nur bei mir so oder bei euch auch? Ja, nice. Coolio, geschafft. Danke fürs Spielen, ja, bitte gerne. Errungenschaft freigeschaltet. Career Milestone 6. Du bist eingestellt in der spannenden Fortsetzung. Ach, ist das so? Career Milestone 6. End Program. Jawohl. In der spannenden Fortsetzung bin ich eingestellt. 7 Billion Humans. Ja, das habe ich schon mal gespielt auch. Da geht's dann, dass solche Computer, die wir jetzt quasi haben und was wir gerade simuliert haben, dann mit schönen If- und Else-Anweisungen und Steps und Klumpert und so weiter machen, weil jetzt sind wir ja wirklich rudimentärst. Ist das Ergebnis 0 oder negativ? Ach, da ist eine If-Anweisung schon etwas geiler. Aber dafür ist das Ganze etwas komplexer mit diesen Teilen, also mit das ist dann Multi-Processing und das machen wir dann. Also ich mache das, ich weiß noch nicht mal, ich weiß nicht einmal noch, ob ich das ganze Let's Play hier online stellen werde. Wir haben dann doch einige Ausgaben jetzt gemacht, gefühlt. Jetzt muss ich schauen. Das sind tatsächlich geworden heute 18 Episoden. Gar nicht schlecht. Ich weiß es nicht. Vielleicht stelle ich so, lade ich so, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall, so wie am Ende eines jeden Let's Plays, sollte ich es hochgestellt haben. Abonniert den Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir, was ich als nächstes spielen soll und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Könnt ihr mir sagen, ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da war und das hier ist der letzte Cut.